Ägypten. Seit einem Monat bin ich schon im Heiligen Land. Ich befand mich in einem fremden Land und ich war im Begriff zu sterben. 4 Tage lang irrte ich durch die kalte Wüste, bevor mich berittene Bogenschützen fanden. Ich hatte mein Ross den Geiern überlassen und meine Rüstung der Gluthitze des Tages geopfert. Als Ritter war ich keine große Bedrohung mehr. Ich dachte, diese Männer seien Türken und kämen, um mich ihrer Beute zu spielen. Doch als ich die Männer von der schelmenhaften Fata Morgana unterscheiden konnte, wusste ich, dass es sich um Sarazenen handelte, die Herrscher des Nahen Ostens. Ich war mit Kreuzrittern aus Frankreich und aus der Normandie ins Heilige Land gekommen, um daher mit Recht als Feind der Sarazenen anzusehen. Dennoch gaben sie mir Wasser und ein abgemagertes Pferd und führten mich zu ihrem Anführer. So lernte ich Saladin kennen. Europäische Gemälde zeigen Saladin als einen von Teufel besessenen Barbaren. In Wirklichkeit ist er großzügiger als jeder Ritter, der jemals meinen Weg gekreuzt hat. Er zieht es vor, sich in den Palästen von Damaskus aufzuhalten, anstatt in der Wüste Normannen abzuschlachten. Ich hatte von den Sarazenen keine Gastfreundlichkeit erwartet. Wir Normannen bringen jeden bewaffneten Araber um, den wir gefangen nehmen. Saladin jedoch gewährte mir die Freiheit, sein Lager zu erkunden. Vielleicht suchte er einen objektiven Beobachter für die gewaltigen Gemetzel, die anstehen sollen. Saladins Heer stößt nach Ägypten vor, um Kairo zu Hilfe zu kommen. Ägypten ist wegen der Aussicht auf reiche Beute bei den Kreuzrittern sehr beliebt. Es ist äußerst wohlhabend und wird von einem untauglichen Narren regiert. Vor meiner Gefangennahme war ich auf dem Weg nach Kairo, um mich dem Angriff der Kreuzrittern auf die Stadt anzuschließen. Es ist wie eine bittere Ironie, dass ich nun den Kampf vom feindlichen Lager aus beobachten soll. So kam es, dass ich mich weniger als 100 Meilen vom Toten Meer entfernt in Begleitung meiner Feinde wiederfand. Die Franken sind auseinandergetrieben und das ägyptische Heer ist zerstört. Saladin hat seinen Platz als Herrscher am Nil eingenommen. Jeder andere europäische König hätte diese Gelegenheit genutzt, um seine politischen Feinde zu beseitigen. Saladin aber erlaubte jedem Ägypter, der sich seiner Herrschaft widersetzte, die Stadt unbeschadet zu verlassen. Saladin will die Bevölkerung für sich gewinnen. In Kairo hat er Moscheen und Paläste, Universitäten und Krankenhäuser bauen lassen. Meine eigenen Landsleute, die Söhne Europas, begingen nur Verrat, während die Sarazenen daran arbeiten, ihre Kultur Glanz zu verleihen. Die Entwicklung gibt mir zu denken und ich kann nur sehr schlecht schlafen. Die heilige Stadt Medina. Im 15. Jahr meiner Gefangenschaft. Meine eintönigen Schriften füllen bereits mehrere Bänder. Meister Saladin liest sie nur gelegentlich. Er spricht davon, dass uns größere Ereignisse bevorstehen. Die politischen Grenzen dieser endlosen Wüste haben sich nach 3 Kreuzzügen verschoben. Im Heiligen Land existieren jetzt 4 Kreuzfahrerstaaten. Nach dem Sieg der Sarazenen über Ägypten wurde den Anführern der Kreuzzüge klar, dass Saladins Macht nicht unterschätzt werden durfte. Schnell schlugen sie ihm einen Vertrag vor. Ich hatte gehofft, durch den Frieden zu meinen eigenen Leuten zurückkehren zu können. Doch der Frieden sollte nur von kurzer Dauer sein und ist bereits wieder gebrochen. Doch diesmal sind es nicht die Sarazenen, sondern die Kreuzfahrer, die das ehrenhafte Versprechen gebrochen haben. Reynald de Châtillon, ein bösartiger französischer Ritter, hat arabisches Gebiet angegriffen und damit den Vertrag verletzt. Er überfällt Handelskarawanen und seine Piratenschiffe bedrohen die heiligen Sarazenenstädte Medina und Mekka. Saladin schwor in seiner Wut, Reynald eigenhändig umzubringen. Obgleich ich noch immer ein Gefangener bin, speise ich am Tisch von Saladin und seinen Generälen.
Bei den Mahlzeiten sprechen wir über Mathematik und Astronomie. Ich hätte niemals vermutet, dass ein Wüstenvolk so weise sein kann. Bagdad, die Hauptstadt der Sarazenen, ist die zivilisierteste Stadt in der Welt. Es gibt dort freie Krankenhäuser, öffentliche Badehäuser, einen Postdienst und Banken, deren Zweigstellen bis nach China reichen. Doch beim Essen kommen wir immer wieder auf den Krieg zu sprechen. Reynalds Piratenschiffe verrosten jetzt auf dem Grund des Roten Meeres. Seine Überfälle sind vorbei. Reynald ist zwar entkommen, doch nehme ich an, dass Saladin weder vergeben noch vergessen wird. Galilee, im 20. Jahr meiner Gefangenschaft. Letzte Nacht sind wir in einen Sandsturm geraten. Die Männer wagten nicht einmal, ihren Mund zu sprechen zu öffnen. Wir klammerten uns an den Hälsen unserer Pferde und Kamele fest, während der Sand um uns herum aufgewirbelt wurde und wieder auf uns herunterprasselte. Die Sarazenen haben ein großes europäisches Heer bis in die Wüste verfolgt. Die Kreuzfahrer führen eine Reliquie mit sich, ein Stück des wahren Kreuzes. Wenn es uns gelingt, dieses Artefakt in unseren Besitz zu bringen, wird das die Truppenmoral von Saladins christlichen Feinden erheblich schwächen. Ich fragte Saladin, warum wir uns meilenweit entfernt von Zivilisation und Wasser aufhalten. Er antwortete, um unseren blauäugigen Feinden den blutroten Tod zu bringen. Das große Kreuzfahrerheer hat am Fuße eines Doppelbergs Halt gemacht, der Hörner von Hatim genannt wird. Es gibt dort nur einen einzigen Brunnen und der wird von Saladin bewacht. In der Nacht reiten die Sarazenen aus und gießen vor den Augen der von Durst schon fast wahnsinnig gewordenen Europäer Wasser kesselweise in den Sand. Grausamkeit, wie sie einem Kreuzfahrer würdig ist. Die Kämpfe waren heftig. Die Kreuzfahrer mussten entweder siegen oder sterben. Die meisten starben. Saladin behandelte seine Gefangenen gut. Er ließ ihnen Eiswasser aus den Bergen bringen und stellte ihnen komfortabel ausgestattete Zelte zur Verfügung. Zum ersten Mal seit vielen Jahren hatte ich die Möglichkeit, mit Gefährten zu sprechen. Aber ich wusste nicht, worüber ich mit diesen Eindringlingen reden soll. Nicht alle Gefangenen wurden so gut behandelt. Reynald de Châtillon wurde hier gefasst und Saladin hielt sein Versprechen. Er schlug Reynald den Kopf eigenhändig mit seinem Krummsäbel ab. Es ist schon paradox. Erst durch die Übergriffe der Kreuzfahrer wurden die Sarazenen zu dem berüchtigten Volk, das wir zu zerstören beabsichtigten. Jerusalem. Seit 20 Jahren bin ich nun bei den Sarazenen. Saladins Ziel ist Jerusalem. Die große alte Stadt ist drei Religionen heilig: dem Christentum, dem Judentum und dem Islam. Damit ist sie die wahre Hauptstadt des Heiligen Landes. Wenn es wirklich einen Sieger in diesem endlosen Konflikt geben sollte, dann wird es das Heer sein, das Jerusalem beherrscht. Die Sache wird dadurch kompliziert, dass Saladin die Stadt selbst unversehrt lassen will. Wenn nur ein einziger heiliger Schrein beschädigt werden sollte, wird das Volk Saladin nicht als einen Befreier, sondern als einen weiteren Eroberer ansehen. Als ich Jerusalem das letzte Mal als ein Kreuzritter betrat, watete ich durch das Blut der Opfer. Dieses Mal wurde nicht ein einziges Haus geplündert, kein einziger Stadtbewohner verletzt. Saladin ließ fast jeden Gefangenen wieder frei. Die Bürger von Jerusalem riefen Saladin zu ihrem Befreier aus. Er bot auch mir die Freiheit an. Doch nach 20 Jahren in seinem Dienst habe ich beschlossen, es bis zum Ende durchzustehen. Tiberias. 20,5 Jahre Blutvergießen. Wir sind meilenweit vom Ozean entfernt. Deshalb interpretieren die Sarazenen den Salzgeruch und die Seevögel als Zeichen Gottes.
Ich sitze nahe Saladins Zelt und beobachte das Gemetzel aus der Ferne. Berittene sarazenische Bogenschützen fallen über eine weitere unorganisierte Horde europäischer Soldaten her. Die großen Kreuzfahrernationen haben sich auf kleine Stadtstaaten reduziert. Nur Tiberius, Tyrus und Askalon befinden sich noch in den Händen der Kreuzfahrer. Dennoch sind die drei Städte sehr gut befestigt und können jeder Belagerung statthalten. Saladin hat in der offenen Wüste viele Siege errungen, doch die Festungen der Kreuzfahrer sind außergewöhnlich stark. Wenn er jetzt gewinnt, wird das Heilige Land wieder den Sarazenen gehören. Ein Misserfolg könnte weiteres jahrzehntelanges Blutvergießen bedeuten. Einst war ich von den hohen Gesinnungen der sarazenischen Krieger verblüfft. Von wenigen Jahren noch betraten sie das Schlachtfeld als Gentlemen und führten Schatztruhen, Wein, singende Mädchen und Ansammlungen von Tauben, Nachtigallen und Papageien mit sich. Aber das ist vorbei. Als Reaktion auf die Feindseligkeit und den Fanatismus der Europäer wurden die Sarazenen stetig entschlossener und blutrünstiger. Ihre Liebe zur Kunst wurde durch die Liebe zum Kampf ersetzt. Als Antwort auf die Kreuzzüge haben sie das Prinzip des Heiligen Krieges für ihre Kriegskunst übernommen. Das Ergebnis war für die Kreuzfahrer vernichtend. Die Präsenz der Europäer im Heiligen Land war damit beendet. Das glaubte jedermann zumindest. Die Stadt Akkon. Seit fast 22 Jahren bin ich nun an der Seite von Saladin geritten. Als die Nachricht von sarazenischem Sieg in Jerusalem Europa erreichte, wurde ein weiterer Kreuzzug gestartet. Die Könige der drei mächtigsten europäischen Nationen, England, Frankreich und das Heilige Römische Reich, brachen mit Hunderttausenden von Soldaten ins Heilige Land auf. Saladin weiß, dass sein gefährlichster Gegner Richard Löwenherz von England heißt. Ein brillanter Kriegstaktiker, der die Kriegskunst im Kampf gegen seinen eigenen Vater erworben hat. Er baut gewaltige Festungen und kämpft immer an der Front, das Ideal eines tollkühnen Kriegers. Richards Heer ist in der Nähe von Akkon an Land gegangen. Ein großer Teil von Saladins Heer ist in der Stadt gefangen, während zwei monströse Triboke die Stadtmauern beschießen. Wenn Richard unser Heer jetzt besiegen kann, ist der Weg nach Jerusalem für ihn frei. Saladin weiß, dass dies der Höhepunkt seines heiligen Krieges ist. Alle Kreuzfahrerstaaten sind gefallen. Wenn die Sarazenen Akkon halten können, müssen die Europäer den Heimweg antreten. Falls Akkon fällt, beginnt der jahrhundertealte Albtraum von endlosem Krieg, von Überfällen und Gegenangriffen wieder von Neuem. Alle Siege Saladins waren dann umsonst. Das erste Jahr meiner Freiheit. Die Kämpfe sind vorbei. Richards Eroberungssucht hat sich gelegt. Die beiden sich respektierenden Gegner beginnen schließlich von Frieden zu sprechen. Der Krieg hat an der Gesundheit der Männer gezehrt. Richard wird krank und bekommt Fieber. Da Saladin seinen Feind respektiert, sendet er ihm Früchte und Schnee aus den Bergen, um ihm beizustehen. Richard geht so bald wie möglich an Bord eines Schiffes und segelt zurück nach England. Der dritte Kreuzzug ist vorüber. Der endgültige Vertrag wurde am 2. September 1192 unterzeichnet. Seinem Wortlaut gemäß verbleibt Jerusalem bei den Sarazenen. Jedoch dürfen christliche Pilgerer aller heiligen Plätze frei und sicher besuchen. Es scheint ein vernünftiger Kompromiss für einen Krieg zu sein, der um Land und Religion geführt wurde. Der Krieg ist zwar vorbei, doch ich glaube nicht, dass ich die Normandie je wieder sehen werde. Ich möchte die Stahlgießereien in Damaskus und die Gärten des Kalifen in Bagdad besuchen. Ich habe noch nie die gewaltige Krag des Chevaliers gesehen, die inzwischen gefallene Festung der Tempelritter.
Das heilige Land beherbergt viele wunderbare Plätze und ich kann noch mein ganzes Leben hier verbringen. Es herrscht Frieden im heiligen Land, im Moment zumindest. Leider glaube ich, dass in einem so kleinen Land mit so vielen verschiedenen Kulturen das Geburtsstätte für 3 Weltreligionen ist, der Sand eines Tages wieder mit Blut befleckt sein wird.